Hallo, mein Name ist Gomero und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Uncharted 4. Wir sind auf Averys Spuren und verfolgen diese Spuren und ich hoffe, wir kommen jetzt hier hoch. Hilfst du mir hoch? Mit Elena zusammen und natürlich muss Nate wieder jemanden hochbringen. Sam ist quasi die Frau. Ja, gut. Okay. Und jetzt du. Elena hochhelfen ist ein bisschen sinnvoller, aber ob sie uns hält? Was soll ich denn jetzt machen? Boah. Ganz schön starkes Mädchen. Krass. wahrscheinlich hätte noch nicht mal ich das hingekriegt, ihn da irgendwie zu halten. Aber Elena schafft das. Aber wahrscheinlich sind wir jetzt oberhalb von Shoreline. Das ist schon mal gut. Dann können wir auf jeden Fall sehen, was da so passiert. So, diese Schlange oder was auch immer geht da in die Richtung. Hier geht's nicht lang. Ich sehe gar nichts mehr. Ach ja. Dann müssen wir jetzt hier lang. Komm. Immer dieser komischen Schlange nach. So, komm. Oh. Oh, shit. Was zum Henker ist das? Das ist unheimlich. Das ist eindeutig unheimlich. Was ist denn das? Knochensäcke oder was? Die Hände, die mich bestahlen. Wow, an diesem Punkt war Avery schon völlig durchgedreht. Alter. Mir gefällt's hier nicht. Mir auch nicht. Raus hier. Das heißt, die Leute, die an seinen Schatz wollten, den hat er die Hand anscheinend abgehackt und ja, die hat er dann aufgehangen. Also der ist wohl echt irgendwann komplett durchgedreht. So macht es mir zumindest den Anschein. Das ist schon echt heftig. So eine Idee überhaupt zu kommen, krass. Und alles nur wegen so einem beschissenen Schatz, ne? Der wollte, glaube ich, echt nur seinen Schatz total behalten. Und ist dann irgendwie komplett paranoid oder sowas geworden. Das ist schon mega heftig. Also das ist... Sieh mal. Avery hatte noch Galgen über. Übrig. Was? Man sagt übrig. Sicher? Ja. Tja, niemand mag Klugscheißer. Niemand mag Klugscheißer. Oh, okay. Ja, fackel das Ding mal ab. Also ich hätte es jetzt nicht... abgefackelt, wenn ich ehrlich bin. Ach, von da kommen wir, ne? So, da geht ein Weg lang und hier geht ein Weg lang. Ja. Dann mal weiter. Ich weiß jetzt zwar nicht, warum wir da Feuer gelegt haben, aber okay. Mumie? What? Oh. Bist du okay? Ja, ich glaube schon. What? Was war das? Eine Falle. Avery wollte wirklich nicht, dass jemand hier runterkommt. Alter! Okay, pass auf dich auf. Ich? Du bist doch darauf getreten. Gut. Pass auf mich auf. Wir werden wahrscheinlich auch... Verdammt! Alter! Verdammt! Bist du okay? So weit, so gut. Bleib lieber ein Stückchen zurück. Ja. Okay. Oh. Alter. Elena? Bist du okay? Ja. Naja, jetzt wissen wir wenigstens, was vorhin explodiert ist. Ja. Kein Wunder, dass der Gang überall eingestürzt ist. Ja, das stimmt. Boah, das ist aber heftig. Was haben wir denn hier? Oh, hier müssen wir, glaube ich, ein bisschen... Ist das wirklich kürzer? Ich möchte nur optimistisch sein. Nee, ja, sie rutscht sofort runter. Vorsicht, das ist rutschig hier. Ja, ja. Das habe ich mir schon gedacht. Ja gut, dann kommen wir jetzt nach. Uhu! Okay. Aber es sieht jetzt auch nicht so doll aus, dass es... Na doch. Da kommen wir hoch. Verdammt. Alter. Hey, der ist doch gestört, oder? Avery ist echt... Diese Kammer hat Avery auch dekoriert. Mehr
mehr menschliche Mobilis. Boah, das ist schon echt heftig. Das erinnert mich ein bisschen an, wie heißen das nochmal? Texas Chainsaw Massacre. Der Typ, der sich aus Menschenhaut Masken geformt hat. Ist jetzt auch nicht so geil. Okay, hier geht's nicht weiter anscheinend. Hier ist Wasser. Vielleicht müssen wir auch schwimmen. Geh mal weg da. Ich würde aber sagen, bevor wir ins Wasser springen, gehen wir lieber hier eine Runde. Man weiß ja nie. Shit. Wow. Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Oh. Geht's dir gut? Ja, aber da kommen wir nicht mehr lang. Alter, das habe ich jetzt fast übersehen. Na gut, okay. Okay, ich denke mal, dass wir jetzt einfach mal hier die Runde schwimmen. Und dann mal gucken, was da so weitergeht. Okay. Nett hier, nett. Explodieren, okay? Pass einfach auf. Oh. Wow. Was habe ich gemacht? Oh. Das war ein Spätexplodierer. Scheiße. Okay, aber so langsam. Elena, bist du okay? Ja, sie lebt noch. So langsam müssten wir doch weit genug gekommen sein. Oh! Alter, nein. Alter. Das kann nicht gut für die Lunge sein. Nee, das glaube ich auch nicht. Ja. Gut. Ich hätte Ohrstöpsel mitbringen sollen. Schreie ich? Nate, Vorsicht. Ja. Und Avery mimt den Ägypter. Nur war diese Mumifizierung nicht, naja, freiwillig. Ja. Es ist aber schon eine kranke Geschichte, wenn ihr mich fragt. Okay, da unten geht's ans Tageslicht anscheinend. Zumindest ist es da hell. Und hier? Ich will hier gar nicht runter. Komm. Ja, okay, das hat es jetzt auch nicht so wirklich gebracht. Hier kommen wir auf jeden Fall nicht weiter. Aber hier ist ein Schatz. Okay, perfekt. Immerhin einen Schatz gefunden. So, das heißt, wir werden jetzt da runtergehen. Und wie gesagt, ich glaube, da ist Tageslicht. Da leuchtet es zumindest so bläulich. So kann auf jeden Fall vielleicht nicht so schlecht sein. Aber hier sind wieder Mumien. Aber wir können einfach hier runter. Okay. Was leuchtet denn da? Gut, wir haben die Spur wieder. Die Fußspuren. Mach dich auf Ärger gefasst. Oh, okay, das... Hey, soll das eine Anspielung sein? Könnte explodieren. Komm du doch runter. Ach nee, das ist nur so ein Leuchtfeuer wahrscheinlich, ne? Okay. Gut. Ja, dann würde ich sagen, die Spuren sind ja jetzt wieder da. Also wird das ein bisschen einfacher, schätze ich mal. Okidoki. Da gehen, glaube ich, die Fußspuren weiter. Aber ich glaube, das ist... Ja, das ist sowieso nur das Gleiche. Oh! Wohl nicht richtig aufgepasst. Alter, okay. Hier ist keine Spur von Sam. Alter. Ja, hoffen wir mal, dass wir ihn finden. Okay, weiter runter. Aber es ist tatsächlich wieder... Oh, shit! Elena, runter! Shit. Wollt ihr ihn so? Bis zum Einsturz gehen. So, Elena, ich komme. Versteck dich mal richtig. So, jetzt. So, okay, perfekt. Ich glaube, das wäre geschafft. Da sind noch viele, viele, viele mehr. Na Mann, brauch noch eine neue Waffe hier. Vielleicht die. Nee, die ist doof. Ich will eine andere neue Waffe. So, die hier vielleicht. Ja, die sieht doch schon viel besser aus. Das sieht doch eher nach meinem Ding aus.
Aber ich glaube, wir haben es sowieso schon geschafft. Forza nehmen wir noch. Dann geht's jetzt erstmal weiter. Oh, shit. Okay, komm weiter. Werden so viele Gegner noch sein. Oh! Alter! Ja, da flippen wir aus! Scheiße, wir brauchen eine neue Waffe. Hat man hier nicht irgendwas? Ach, das ist wieder diese Condor. Da, Copperhead. Die wird doch schon besser. Ja, die ist schon besser. Oh, Copperhead Muni. Okay. Schon viel besser. So. Wo sind die nächsten? Oh. Oh, das war gar nicht gut. Verstecken wir uns lieber. So. Jetzt weiter im Takt. Wo sind denn die? Wer hat denn da geworfen? Okay, hier runter. Wo ist Elena? Elena? Lebt Elena noch? Elena, wo ist denn die? Versteckt sich da immer noch? Hä, backt da irgendwie ein Gegner fest oder wo zielt die hin? Lol. Also ich sehe jetzt keine Gegner, Elena. Yay! Oh, aber da ist einer. Oh, shit, 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 shit. Oh, das war ganz schlecht. Ah, das war furchtbar schlecht. Okay. Da habe ich mich eigentlich selber getötet durch die Granate. Okay, der wäre sowieso platt gewesen. Da werden mir Averys explodierende Mumien doch fast sympathisch. Jupp. Okay. Nehmen wir uns diese Fackeln. Ab dafür. Wow. Alter Finne. Die Münder, die mich verleumdeten. Die Münder, die... Alter. Ich sehe keine Fußspuren. Wir sind wohl auf einem anderen Weg als Sie. Ja, wieder ein anderer Weg. Holen wir sie mal ein. Das ist natürlich wieder beschissen, warte mal. Gucken wir mal ganz kurz hier. Die ist hier, ne? Ah, hallo. Sieht so aus. Hä? Okay, die kam von hier wahrscheinlich dann irgendwie. Hier hat es einen Kampf gegeben. Ja, Two's Männer gegen Averys. Okay, das ist der richtige Weg anscheinend. Okay, warte mal. Dann gehe ich nochmal zurück. Alter, es ist... Okay, hier geht's nicht weiter. Also ich bin mir nicht sicher, wo wir lang müssen, aber wahrscheinlich wirklich durch den Kampf. Ansonsten wüsste ich jetzt echt nicht mehr Bescheid. Also hier geht's hoch, aber ach, da ist alles dicht. Okay. Mann, das war einer von Averys Leuten. Tote reden nicht mehr. Na, leider. Sonst hätten wir fragen können, was hier abgegangen ist. Aber ich glaube, der wäre auch ziemlich alt gewesen. Vielleicht hätte er dann auch nicht mehr so ganz reden können. Aber man weiß ja nie, ne? Man weiß ja nie. So, hier ging es ja nicht durch. Doch, hier ging es durch. Ach, hier war der Kampf. Genau, okay, perfekt. Puh. Also hier ein Kampf ist echt übel. Ich fand das eben gegen Shoreline schon ein bisschen heftig. Ja, das sieht hier stark danach aus, als würde es hier weitergehen. Naja. Okay, ich sehe auf die Uhr und gucke auch gerade, dass, 14,5 Minuten ist nicht ganz so viel. Aber ich muss leider aufhören zu, aufzunehmen, weil ich jetzt leider keine Zeit mehr habe. Und deswegen passt es eigentlich ganz gut, dass hier eine Tür ist. Ich würde sagen, dass damit auch die Aufnahme beendet ist und die Folge beendet ist. Wir werden in der nächsten Folge hier durch die Tür gehen und gucken, was da so auf uns wartet. Wahrscheinlich werden wir auf Shoreline treffen, denn die werden ja auch irgendwo hier in der Ecke sein. Und mal gucken,
ob wir dann irgendwann in der nächsten Folge oder in einer der nächsten Folge auch Averys Schatz finden, vielleicht Avery selber finden, man weiß es nicht. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da, lasst ein Abo da, wenn ihr weitere Folgen nicht verpassen wollt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht es gut, ciao. For those who prove worthy, paradise awaits. Took a long time for him to get out of this game. He's meant for this life. Oh, oh, crap! Last I checked, we're all a bunch of thieves digging around where we shouldn't. Shame we're not on the same side. I am a man of fortune, and I must seek my fortune.